man mich? Kann man weiß nicht, ob man dich hört. Man kann mich hören. Man. Super, geil, man kann mich hören. Ich habe eigentlich immer, wenn ich auf so einer Bühne stehe, so eine Standardfrage. Und zwar frage ich als allererstes immer, sind Physiker anwesend? Sind heute welche da? Könnt ihr mal aufzeigen? Davon jetzt mal nur die Frauen? Ey, krass, da ist ein. Okay, Moment, Moment. Das geht noch weiter. Bist du Single? Ja, siehst du, da ist Scheiße. Okay, da das nicht funktioniert, also ich bin ähnlich erfolgreich wie der Verfassungsschutz bei der NSU, ich mach's kürzer. Jetzt bitte einmal aufzeigen, Frau, Single, steht auf Hardcore-Punk, Tattoos und Star Trek. Ich habe was falsch studiert. Aber ich kann euch ja zumindest ein bisschen was zu Physik erzählen. Wie gerade schon angekündigt, hast du das angekündigt? Hast du bitte? Nee, hier, Physiker. Ich erzähle euch heute was zu dienlichen Defekten. Das ist Thema meiner Promotion. Ich bin, wie gesagt, Physiker. Ursprünglich war das nicht so der Plan meiner Eltern. Meine Mutti hätte zum Beispiel nämlich eigentlich was anderes viel, viel lieber gesehen, als einen Physiker in der Familie zu haben. Damit schmückt man sich halt nicht bei so Kaffeekränzchen und so. Meine Mutti hätte lieber gesehen, dass ich sowas hier werde. Arzt. Weißer Kittel, fettes Gehalt, hohes Ansehen. Das Problem war nur, als es so um die Studienplatzvergabe ging und ich so 18, 19 war, habe ich deutlich zu viel gesoffen und gekifft, um auch nur in die Nähe eines Medizinstudienplatzes zu kommen. Und was macht man so als 18-, 19-jähriger, kleiner, dicker Junge, der zu viel trinkt und kifft? Man sucht sich einen Job, wo erstens der Dresscode scheißegal ist, wie man sieht, und wo zweitens ein gewisser Alkohollevel akzeptiert ist oder schlicht und einfach nicht auffällt. Habe ich gemacht, bin Physiker geworden. Damit meine Mutti jetzt nicht komplett enttäuscht von mir ist und denkt, sie hat gar nichts richtig gemacht, habe ich mir gedacht, okay, Reinhard, wenn schon nicht Arzt, dann wenigstens noch Doktor und habe mich nach meiner Diplomarbeit mit Folgendem beschäftigt, und zwar mit der Epitaxie hochreiner Diamantschichten zur Untersuchung oberflächennaher NV-Störstellen. Wobei mein Prof sagt an der Stelle immer, Reinhard, sag nicht Störstellen, wenn du von Störstellen bei einem Antrag redest, das ist negativ besetzt, da denken die Leute an schlimme Dinge, damit hat er vollkommen recht. Das ist ungefähr so, als ob man in einer katholischen Klosterschule von intensiver Einzelbetreuung reden würde. Das geht schnell in den falschen Hals. Deshalb sagt er immer, Reinhard, red nicht von Fehlstellen und Defekten, sag einfach Zentren. Zentren, damit können die Leute was anfangen, finden sie toll. Die Frage ist jetzt, NV-Zentren, was zur Hölle ist ein NV-Zentrum? Ein NV-Zentrum ist Folgendes, das habe ich bei meinen Eltern mal beim Frühstück nachgebaut. Ein NV-Zentrum lebt im Diamant. Diamant ist aus besteht aus Kohlenstoff, hier diese schwarzen Dinger sind Kohlenstoffatome, tetraedrisch angeordnet. Und wenn man in diesem Kohlenstoffgitter jetzt mal ein Atom rausnimmt hier und durch ein Stickstoffatom ersetzt und gegenüber eine Leerstelle hat, hat man eine sogenannte Nitrogen Vacancy. Die Frage ist jetzt, was macht man damit, wofür ist das gut? Um das rauszufinden, habe ich halt das gemacht, was man allgemein so als guter Physiker macht, wenn man was hat, was man nicht kennt. Man nimmt es, geht in sein Labor, sucht sich den fettesten Laser, den man finden kann und brät eine Stunde mit dem Laser drauf rum. Wenn man auf so einem NV-Zentrum mit dem Laser rumbrät, macht das was ziemlich Cooles. Das winkt zurück. Und wenn so ein NV-Zentrum zurückwinkt, ist das ein super extrem deutliches Signal, das man nicht übersehen kann. Das könnt ihr euch schon mal merken, wenn ein Physiker oder generell ein Naturwissenschaftler von einem unglaublich deutlich nicht zu übersehenden Signal oder eindeutigen Messwerten redet, meint er sowas hier. Eine komplett verrauschte Kurve mit zwei kleinen Peaks, die man nur bei Vollmond sieht oder wenn drei andere Physiker mit spitzen Hüten um das Messgerät tanzen. Also, ist jetzt nicht so pralle, ne? Die Frage ist jetzt immer noch, was ist das Besondere daran? Wenn ich mit einem Laser auf einen Spiegel draufballer, der winkt auch zurück, also da kommt auch wieder Licht raus. Aber das ist ein bisschen anders als hier. Und um euch zu erklären, was hier an dem NV-Zentrum, an dem Licht, was da wieder rauskommt, anders ist, müssen wir was machen, was abgesehen von den vier Leuten von vorhin hier niemanden interessiert und auch alle scheiße finden. Und zwar ein Crashkurs Quantentheorie. Der ist nicht ganz so schlimm, wie es sich an... da hat jemand gejubelt? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Crashkurs Quantentheorie. Das Ganze hat angefangen so vor grob 100 Jahren, plus minus 50 Jahre, mit dem netten Herrn hier. Ich bin Physiker, das reicht an Genauigkeit. Max Planck. Max Planck hat in München studiert, jahrelang, und hat sich mit Folgendem beschäftigt, mit Schwarzkörperstrahlung, also der Strahlung schwarzer, heißer Körper. Ein schwarzer Körper ist hier rechts neben ihm abgebildet.
wie man sieht, strahlen die Dinger nicht besonders gut und man sieht nicht so viel von dem, was da rauskommt. Deshalb hat er sich ein Äquivalent angeguckt, und zwar Hohlraumstrahlung, also die Strahlung eines heißen, hohlen Raumes. Also der hat in München jahrelang in den Ofen geguckt. Wenn man jahrelang in den Ofen guckt in München, kann man diese tollen Diagramme zeichnen. Und wenn man diese tollen Diagramme zeichnet, fällt einem auf, ey geil, die Energie, die aus diesem Ofen rauskommt, diese Strahlung, die kommt nicht kontinuierlich, sondern die kommt immer, die fällt da so in festen Paketen raus. Und diese Pakete, die da rausfallen, hat der gute Herr Quanten genannt. Ich hätte die Plancks genannt an seiner Stelle, aber Chance vertan. Ich muss dazu auch noch sagen, hätte ich wie der Herr Planck jahrelang in München studiert, wäre mir an ganz anderer Stelle aufgefallen, dass gewisse Größen in der Natur immer in festen Paketen auftauchen, in sogenannten Maßeinheiten. Und noch viel härter als diese offensichtliche Analogie ist die, für diese Entdeckung hat der gute Herr den Nobelpreis bekommen. Für so einen Scheiß hat man den Nobelpreis bekommen damals. Das geht heute nicht mehr so leicht. Also heute muss man was leisten, um einen Nobelpreis zu bekommen. Da kann man ja einfach nichts tun. Das war der erste. Ich habe auf den Applaus gewartet, dann wir mit Schal. Habt ihr verstanden, ne? Hier Quanten, feste Pakete. Punkt Nummer 1 im Crashkurs Quantentheorie. Ihr müsst drei Grundprinzipien verstehen, damit ich euch grob erklären kann, warum NV-Zentren super geil sind. Zumindest für den einen oder anderen. Punkt Nummer 1, Quanten. Punkt Nummer 2 haben wir dem netten Herrn hier zu verdanken. Dem Herrn Heisenberg. Der Heisenberg hat die Unschärferelation quasi formuliert und hat es damit auf eine Briefmarke geschafft. Die Unschärferelation ist grob zusammengefasst das und das. Und da sagt mein Prof immer das selbsterklärend. Zugegebenerweise bedarf es dann noch dem einen oder anderen erklärenden Wort. Die Unschärferelation besagt Folgendes. In der Physik ist es generell so, gerade bei kleinen Sachen, alles, was wir messen können, können wir nur mit einer gewissen Verteilung messen. Also wir messen mal, also wenn wir einen Ort messen, messen wir einmal, das Teilchen ist bei 0, einmal bei minus 1, einmal bei plus 1, immer so ein bisschen drumherum. Wenn wir ganz viele Messungen machen, ergibt sich daraus diese Kurve. Das gilt, sagen wir mal, für den Ort. Das Gleiche gilt für den Impuls. Da können wir auch ganz, ganz viele Messungen machen, gucken, wie schnell ein Teilchen ist. Also ein Impuls hat etwas mit Geschwindigkeit zu tun und können grob sagen, wie schnell etwas ist. Aber auch behaftet mit dieser statistischen Verteilung. Und die Unschärferelation vom Herrn Heisenberg besagt jetzt, dass gewisse Größen in der Natur zusammenhängen. Hier in diesem Beispiel Ort und Impuls. Und zwar folgendermaßen. Wenn wir den Ort ganz genau bestimmen, dass diese Kurve hier sehr, sehr spitz wird und wir genau wissen, wo das Teilchen ist am Ort x0, dann wird diese Kurve hier unendlich breit. Dann wissen wir überhaupt nicht mehr, wie schnell das Teilchen ist. Andersrum aber genauso. Wenn wir wissen, wie schnell das Teilchen ist und genau wissen, hey, hier 500 km/h, dann wissen wir nicht mehr wo. Und das ist auch ein fundamentales Grundgesetz, also ein Naturgesetz, an dem man nicht rütteln kann. Und meiner Meinung nach eine der besten Diskussionsgrundlagen, wenn die netten Herren hier das nächste Mal meinen, euch mit 120 in der 30er-Zone erwischt zu haben. Weil entweder ihr seid 120 gefahren oder ihr wart in der 30er-Zone. Eins von beiden, weil es gleichzeitig ist einfach nicht. Punkt Nummer 2, Unschärfe. Punkt Nummer 3, mein persönlicher Held im Studium, der Herr Schrödinger. Den Herr Schrödinger kennen die einen oder anderen. Der Herr Schrödinger war nämlich sowas wie der erste Science-Slammer. Der hat versucht, extrem komplexe Sachverhalte möglichst einfach darzustellen. Diese extrem komplexen Sachverhalte sind die hier, das ist die Schrödinger-Gleichung. Als Physikstudent wird die einem im zweiten, dritten Semester irgendwann vor den Latz geknallt, man findet die voll scheiße, rallt gar nichts. Nach einem Jahr denkt man, yeah, habe ich verstanden, kann ich mitrechnen. Und dann sagt der Prof, das geht auch in 3 Dimensionen. Und dann ist wieder Kacke. Aber das ist nicht schlimm, weil ihr müsst diese ganze scheiße Mathematik überhaupt nicht verstehen. Der Schrödinger hat nämlich, wie gesagt, versucht, das einfach zu erklären. Mit einem Gedankenexperiment. Und da hat er sich bei etwas bedient, was heute auch immer noch im Internet enorm beliebt ist. Denn es ist nicht Pornografie. Der Schrödinger war nämlich Physiker und Physiker haben keinen Sex. Das ist tragisch. Sehr tragisch. So. War hier ein Single-Weibchen? Nee, okay, was ist das nächstbeste nach Sex, was man im Internet findet?
Die Frauen wissen es natürlich. Katzis. Der Schrödinger hat sich also in seinem Gedankenexperiment Katzen genommen und hat gesagt, okay, beobachten wir mal Katzen. Wir sind ja Naturwissenschaftler, wir beobachten die Dinge, wir beobachten Katzen. Und dann hat er festgestellt, der natürliche Lebensraum einer Katze ist eine Kiste. Jeder, der eine Katze hat, weiß das. Bis dahin war das didaktisch komplett sauber. Das kann sich jeder vorstellen. Menschen lieben Katzen und Kisten. Dann kam ein Punkt vom Herrn Schrödinger, der war didaktisch nicht ganz so sauber, ein bisschen unklug. Der hat nämlich gesagt, wir könnten zu dieser Katze in die Kiste noch eine Höllenmaschine packen, die die Katze prinzipiell töten könnte. Fand die Katze nicht so pralle. Schematisch sieht das Ganze so aus. Wir haben hier unsere Katze und wir haben hier unsere Höllenmaschine. Und jetzt passiert Folgendes. Was die Schrödinger-Gleichung uns lehrt, ist nämlich, dass gewisse Sachen immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit existieren und sich dann auch verschiedene Zustände mit gleichen Wahrscheinlichkeiten überlagern können. Und genau das passiert in diesem Experiment. Wir haben hier ein radioaktives Isotop, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zerfällt oder auch nicht, dementsprechend diese Höllenmaschine auslöst oder auch nicht, diese Giftampulle zerdeppert oder auch nicht und die Katze trinkt das und stirbt oder auch nicht. So, der Punkt an diesem ganzen Aufbau ist jetzt folgender. Solange wir die Kiste nicht aufmachen und nicht reingucken, was jetzt los ist, ob die Katze tot oder lebendig ist, sind beide Zustände gleichberechtigt. Das heißt, solange wir in das System nicht hineingucken, ist die Katze tot und lebendig. Das kann man auch mathematisch sauber beschreiben. Das sieht dann so aus. Mach mir einer noch ein Bier auf, bitte. Das Schöne an dieser Gleichung ist, die ist mathematisch sogar richtig. Selbst wenn man da Katzen reinmalt, ist das richtig. Und die Dinger heißen übrigens auch Cat-Vektoren, tatsächlich. Kommt aber woanders her. Ja, Cat-Vektoren von Bracket. Aber okay, es existieren also überlagerte Zustände. Fassen wir diesen Crashkurs Quantentheorie, womit sich andere Leute elendig lange rumquälen, mal zusammen. Ohne die ganze Mathematik, die vernachlässigen wir einfach mal. Alles auf der Welt taucht in festen Paketen auf, in sogenannten Quanten. Daraus resultiert eine gewisse Unschärfe, dass wir alles nur mit einer gewissen Ungenauigkeit messen können, beziehungsweise Sachen überlagert existieren und ein bisschen unscharf sind. Genau, die überlagerten Zustände resultieren dann aus der Schrödinger-Gleichung, dass es verschiedene Sachen gibt, die gleichberechtigt existieren können und erst real werden sozusagen, wenn man es misst. So, was hat der ganze Scheiß jetzt mit unserem NV-Zentrum zu tun? Wenn wir auf unserem NV-Zentrum mit dem Laser rumbraten, passiert da drin Folgendes. In dem NV-Zentrum ist quasi ein überschüssiges Elektron, das hat einen Spin und das existiert hier in so einem Triplet-Grundzustand oder in einem Triplet-angeregten Zustand. Und diese angeregten Zustände sind quasi das, was die Schrödinger, also was Schrödingers Katze in dieser Box ist. Wir können das System anregen, es existiert hier in diesen überlagerten Zuständen und wenn wir das dann messen, welcher Zustand das quasi war, dann können wir daraus Rückschlüsse auf den Rest des Systems ziehen. Kurz gesagt, man kann damit Sensoren bauen. Wenn die angeregt sind hier oben und sich drumherum irgendwie ein Magnetfeld ändert, dann hat das Einfluss darauf, was wir messen. Die Frage ist jetzt, warum zur Hölle will man extrem empfindlich irgendwie Magnetfelder messen? Als Physiker ist das relativ einfach, weil man es kann. Andere Leute sind damit weniger zufrieden, vor allem die Leute bei Forschungsanträgen und so. Man kann damit was Tolles machen. Wenn man Magnetfelder extrem empfindlich messen kann, kann man damit zum Beispiel die Dinger hier verbessern, rein theoretisch. Magnetresonanztomographen, das sind die Dinger, die diese wunderschönen Bilder hier von euch machen, die sind noch ein bisschen unscharf. Wenn man jetzt Magnetfelder genauer messen könnte, also im Nanotesla-Bereich, wenn man das mit NV-Zentren machen kann, zumindest im Laboraufbau, könnte man die Auflösung dieser Dinger so weit verbessern, dass man also schärfere Bilder hat und genauer sieht, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, Tumorzellen oder sonstiger Scheiß ist. Abgesehen davon, wem das noch nicht reicht, man kann NV-Zentren auch benutzen als zumindest langzeitstabiles Quantensystem, um damit Quantencomputer zu bauen. Dazu hört ihr später noch ein bisschen was. Ich muss zugeben, diese Analogie angeregter Zustand, Sensor, was hat das miteinander zu tun, ist ein bisschen abstrakt, ist auch schwer zu erklären, ohne direkt die Mathekeule aus der Schublade zu holen. Aber damit ihr so eine grobe Vorstellung habt, was angeregte Zustände in so einem System mit Sensoren zu tun haben, habe ich euch noch was mitgebracht, was ihr wiedererkennen werdet, hundertprozentig. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid auf einer Party. Und auf dieser Party habt ihr die Möglichkeit, euch in einen angeregten Zustand zu bringen.
funktioniert meistens großartig. Das ist jetzt ein einzelner, reiner, angeregter Zustand, energetisch sehr hochwertig, ihr pöbelt viel rum, seid unerträglich und so, aber trotzdem ein einzelner, reiner, angeregter Zustand. Jetzt gibt es aber auf dieser Party noch andere Möglichkeiten, sich in angeregte Zustände zu bringen. Die sind dann energetisch ein bisschen niedriger. Da liegt man eher so in der Ecke und will nicht mehr. Ist aber trotzdem reiner, angeregter Zustand. Und jetzt kommt das unglaublich Tolle an Mutter Natur, was ich als Physiker auch immer wieder beeindruckend finde. Und zwar, wir haben gerade gelernt, dank der Schrödinger-Gleichung, das ist nicht immer so eindeutig. Es gibt auch überlagerte Zustände. Also man kann überlagerte Zustände bilden, es steht einem quasi dieser komplette Vektorraum an Drogen offen. Ihr könnt euch reinpfeifen, was ihr wollt. Und das gleichzeitig. Berechtigte Frage an dieser Stelle ist aber immer noch, was zur Hölle hat das mit Sensoren zu tun? Das ist so eine Sache, das erfahrt ihr nicht unmittelbar, sondern so am nächsten Morgen. Da seid ihr dann nämlich perfekte Sensoren für laute Geräusche und helles Licht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.